Mirage. Alle Spieler bereit. Und jetzt geht's los mit der Pistol Round. Die Outlaws starten auf der City-Side. Singularity muss also auf der T-Side. Und die Outlaws gehen hier auf viermal Kevlar, Kit und Smoke, der Viehmann B-Stack. Und Singularity mit dreimal Kevlar, Doppel-Smoke, Triple-Flash, einer Nate. Baut sich erstmal sehr, sehr breit auf. Doppel-Smoke raus auf die A-Side. Insta mit einer Flashbang noch hinterher. Niki schaut Richtung Side, muss aufpassen mit der oben. Trade-Kill, holt er. Jawohl. Und wird alles wieder. In der 4 gegen 4. Gleich ist das aber nichts mit zurück. Denn der holt sich Lucky unten im Underground raus. Smokes kommen auf A. Währenddessen jetzt Team Singularity einmal komplett rüber rotiert. Mitte oben. ANJ gegen 2. Muss aufpassen. Die Glock gegen 2. Und da fällt er einfach. Aber die Bombe, die kann hier einfach auf B laufen. Onside steht schon Niki. Um den Baumplan zu hinein. Kommt gegen 2 den ersten geholt. Spannern ist da, um zu helfen. Konsolera hat hier keine Chance. Und die Outlaws gehen mit 4 Überlebenden aus der ersten Runde raus und sichern sich die Pistol Round auf Mirage. Zweite Runde, wir sehen Singularity mit Simon Kevlar, Tech 9s, Granaten, Smokes. Geht erstmal mit 5 Mann Richtung Rampe und wartet erstmal. Abwarten. Ob die Outlaws hier vielleicht ein bisschen zu greedy sind mit den Rifles. Aber natürlich, die spielen das Ganze sehr, sehr stark runter. Warten einfach. Jetzt kommen die Smogs und Flashes raus. Der ist schon NK. Der Farmers und den ersten raus. Sagt der Ball rotiert hinten Richtung CT-Spawn. Die Smog liegt und Rocking aus dem CT. Holt den Bombenträger raus. Singularity. 2 gegen 5 Unterzahl, kann die Bombe nicht liegen, dann kommt sie wird gepusht und den ersten Trade checkt man den zweiten, fast auch noch, schießt jetzt Second auf 16 und dann ist die Smog weg aus dem Connector und der Bombplan geht nicht durch, ANJ gegen 4 ebenfalls keine Chance mehr. 2-0 für die Outlaws. Pistol Icarant und wieder alle 5 Mann unten an der Rampe. Die Granate von NK kommt gut. Lucky ist instant raus. ANJ angetaggt. Und sie wollen wieder das Ganze Richtung A starten. Smokes Doppelflash. NK den Doppelkill mit der Farmers noch halb blind gewesen. Und Rocking steht onside, um das Ganze aufzuhalten. NK an der Smoke raus. Und jawohl, das Ace ist perfekt gegen die Pistol Eco. Und somit erwischen die Bulgaren hier einen perfekten Start in die zweite Map. Singularity. An ihnen liegt es jetzt, hier endlich auch die erste Runde auf ihr Konto zu schreiben. 5 AKs, Kevlar-Granaten sollen dem Ganzen natürlich auch noch entgegenhelfen. Und Solera aimt erstmal Palace ab, währenddessen die Outlaws unten in der Rampe ein bisschen offensiver stehen. NK steht unten in der Hilfe von Rocking. Aber Singularity geht erstmal auf den defensiven, auf den langsamen Aufbau, will hier die Outlaws erstmal reinlaufen lassen. Insta unterwegs Richtung Underground. Währenddessen 3 CTs noch immer auf der A-Side stehen und Niki, der schiebt schon rüber, lässt die Mitte komplett offen, schaut hier nur defensiv in den Jungle rein. Man riecht hier doch noch einen verspäteten Go auf A oder B mit den Granaten, aber der bleibt erstmal aus. Singularity kommt jetzt langsam, um die Mitte einzunehmen, dann merken sie, okay, in Mitte bekommen sie überhaupt keine Gegenwehr. Smoke für Window kommt erstmal raus. Und Insta kann mit einer Smoke für kurz die Mitte erstmal einnehmen. Steht jetzt im Connector drin. Singularity bereit, über Rampe, über Connector das Ganze auf A zu starten. Und da stehen die Outlaws offensiv.
NK muss aufpassen, muss hier zwei Spot im Blick haben. Mortov kommt raus, Rocking Close Distance, aber nur einen rausnehmen. NK, er brennt an und schafft es nicht, hier A&J oder Rixo rauszunehmen. Unterzahl für die Outlaws, währenddessen hinten zwei Spieler angeschossen sind und Cirque im Unterholz nicht gespottet wird. Er kommt rum, Bombenleger ist raus, den ersten, den zweiten nicht mehr. Und Spellen, alle Augen auf ihn, keine Chance gegen Rixo. Singularity sichert sich erfolgreich in der ersten Ballround, auch die erste Runde. Natürlich haben die Outlaws gar was dagegen. Wir sehen die AWP, Doppel-AWP, Spellen und Zerg wieder. NK, der war geboostet in der Room, schaut auf kurz hinter die Smoke. Konsoliere wieder im Palace und wieder der scheinbar Default-Aufbau von Singularity. Man bleibt erstmal defensiv stehen, schaut, ob man hier vielleicht Lucky in Entry ziehen kann. Aber nicht gegen die AWP von Zerg, denn da fliegt der erste AWP-Shot und Insta ist raus. Aber vielleicht kann er hier Konsoliere aus Palace raus das Ganze wieder umdrehen. Aber da kommt erstmal defensiver Smoke rein. NK weiter in dem Land Room auf kurz. Amt nur defensiv ab. Währenddessen drei CTs wieder auf A stehen. Und NK unten versucht Richtung Mitte zu schauen. Flashbang auch Richtung kurz kommt. Muss aufpassen. Bombe, die rotiert wieder hinten Richtung T-Ramp. Und Lucky boostet A&J hier rein, schaut Richtung Ladder Room rein, NK muss aufpassen. Denn A&J wartet auf ihn, erster Kill kommt und NK hat den Vorteil. Konsoliere versucht jetzt hier langsam aus Palace rauszuschauen, muss aufpassen. Unten waren es hier zwei CDs von ebenfalls gesehen worden und den ersten A&J, den zweiten auch noch vielleicht, nein! Trent ist kommen rein, Rixo im 1 gegen 4 und sich Zerg raus, Weißbox steht, da kommt Nikki den zweiten auch noch. Die Möglichkeit, Granate. Macht erstmal wenig Schaden, Rixo. Keine Schuss mehr in der AK. Und dann ist Balance zur Stelle. Außen CT-Spawn raus. Die Outlaws gewinnen die fünfte Runde. Und resetten somit die Economy von Team Singularity auf 3000. Die gehen in den Buy von Tech9 Kevlar Granaten. Also kaufen hier munter rein. Konsoliere, Insta, beide noch 1000 auf der Bank. Der Rest weniger. Und das geht hier auf den langsamen Beagle. Hinten Speller mit einer Granate in der Hand. Wirft er raus. Ah, und die sitzt gut. Doppelnade, wunderbar Schaden gemacht. Spellen, muss aufpassen, kommen sie durch. Flashbang kam, sitzt Mortop Richtung Window raus, wenn sie droppen. Und mit dem zweiten Kill auch noch. Spellen mit der USP. Und auf die Shots, sie ist gepusht. Unten braucht er Hilfe von Niki, der hilft ihm erfolgreich. A&J mit der Granate holt sich immer ein Spellern raus, aber 1 gegen 4 mit No Tech 9, Kevlar und 60 HP. Und sie wissen, wo er steht. Und da hat er dann keine Chance mehr gegen die mit Waffen bewaffneten Outlaws. Pistol Eco Round bei Team Singularity. Doppel-Deagle, P250, A&J macht Schaden gegen Spellen. Granate geht nicht ganz auf. Und wieder der breite Aufbau von Team Singularity. Wieder Richtung Rampe, Richtung Mitte, Richtung B, Richtung Underground. Oben NK mit der AK. Auf der Stairs, schaut Richtung Palace, sieht hinten Insta, bekommt ebenfalls einen leichten Tag. Und der Spellern gegen Konsoliere sitzt nicht ganz. Hat auch ein bisschen Glück, dass der Deagle-Headshot irgendwie nicht in seine Richtung fliegt. Mit den Pistols haben die denen jedoch erstmal ein bisschen Glück. Nikki wieder im Ladder Room, währenddessen Konsoliere weiterhin versucht, hier Richtung Stairs gegen NK den Headshot nicht zu ziehen. Ja, hier oben Cirque gesehen, im CT auf dem Ticket drauf, aber auch da fliegt der Headshot nicht. Nikki
Schaut nach unten in die Mitte und endlich der erste Mann rausgenommen. Licky ist raus. Muss gucken nochmal unten Richtung Mitte. Den zweiten mich auch noch. Jawohl. Piste zieht ihn oben geboostet. Den ANJ. Und NK kommt erfolgreich nach. Kann ihn rausnehmen. Pistol Round geht einfach nicht auf. 6-1 die Outlaws. In einer soliden Führung auf der City Set auf Mirage. Auf dem Map-Pick von Singularity. Und endlich ist dann wieder kommt in der Full Baron drin bei den Dänen. Aber instant wird Angel rausgenommen von Niki. Währenddessen VB Spellern offensiv am Pushen ist. Bombe ist weg und die Intro, die ist da für die Outlaws. Sie haben die Bombe, können diese covern. Und die müssen die Jungs von Team Singularity erst mal wieder rausnehmen. Die müssen erst wieder recovern. Ansonsten ist hier vor, gar nicht an einen Rundengewinn zu denken. 3 gegen 5 Unterzahlen und Enke muss aufpassen. Die Smoke geht weg. Konsoliere, sieht er nicht. Und Spelle, Niki, beide bereits angeschossen auf 30, 40 HP, währenddessen sich Singularity jetzt langsam über Apps und hinten über die Mitte wieder langsam Richtung der Bombe nähert. Und Rixo muss aufpassen, Rocket hit close und den Headshot raus, 2 gegen 3 Unterzahl. Und sie wissen beide, wo sie stehen. Niki, Spelle, Granaten machen ebenfalls nochmal extrem viel Schaden und jetzt lassen sie die Bombe alleine. Sie müssen hier weggehen, wenn sie überleben wollen. Und retten sich beide über Underground auf die A-Set, währenddessen die Bombe ganz schnell Richtung B geht. Natürlich, sie wissen das, dass sie hier schnell legen können. Und Konsoliere Endkitchen ab. Holt sich Spellen raus, Niki im 1 gegen 2. Schaut Richtung App, schaut Richtung Side, Onside, 6 Rücken gesehen und da fliegt der Headshot. Team Singular hat immer die Bombe ganz früh verliert in den ersten paar Sekunden. Kann man diese trotzdem mit 3 Mann wieder aufnehmen. Und sich damit mit Runde Nummer 2 beglücken. Doppel-AWP wieder in den Händen von den Outlaws. Wieder Spellen und Zerg. Aimen hinten die Mitte ab. Spellen auf P wird erstmal rausgenommen. Niki, Granate kommt rein und die könnte gut Schaden machen. Ah, Insta holt den Doppel-G raus. Niki, den dritten fast auch noch. Und das hätte richtig, richtig gut werden können für ihn. Zerg schaut von Kitchen aus mit der AWP rein. Der Rest des Teams kommt nach. Und sie wissen, oben die AWP in Apps. Und da schaut Zerg einmal Richtung Side. Bombe jetzt gelegt. Zeit rennt gegen die Outlaws und die Granate nimmt Rockling raus. 2 gegen 3 Retake und Zerg macht es möglich. Er weiß, Apps die AWP. Flashbang geht nicht auf, holt sich Rixo ebenfalls raus. Es ist Lucky im 1 gegen 2. Mit der AK hört die Steps von Kitchen rauskommen, holt sich Zerg raus. Muss aufpassen, AK close und er holt ihn. NK macht den Sack zu nach einer richtig, richtig starken Vorarbeit. Und die Outlaws so langsam auf Kurs in Richtung Halbzeitführung. Denn erneut kein Geld bei Singularity. Lucky hier mit 4-6, der Rest sind weniger, nicht mehr mit 3000 auf der Bank. Und somit geht es in die Pistol Eco Round. ANJ schaut hier Richtung Underground, Richtung B-Apps. Erstmal warten, schauen, ob die Bulgaren hier offensiv vorgehen. Spellen wieder oben in Apps. Mortov pusht jetzt vor gegen die Deagle, muss aufpassen. Aber choppt erstmal runter, währenddessen Konsoliere auf einen ersten Entry ziehen kann. Jetzt müssen wir das aufpassen. Mit der oben steht aber auch Niki, fliegt hier richtig schön rum. Aimt wunderbar auf den Kopf, Rocking Richtung Rampe. Hat da keine Probleme. 4 gegen 3 Überzahlation und Insta, ANJ, Lucky, alle angeschossen. Alle angehittet. Vielleicht ja noch ANJ aus der Mitte mit Deagle. Sieht Rocking Onside, muss aufpassen. Niki hit close in den Kopf und da kommt instant der Headshot raus.
Lucky mit 4 HP an der Rampe gesehen worden. Und der hat dann gegen die M4s einfach keine Chancen mehr. 8:2. Die Outlaws sichern sich mit der 8. Runde die Führung in der ersten Halbzeit. Und Team Singularity weiterhin bestrebt hier, wieder in der Ballround, endlich die nächste Runde zu holen. Macht sich bereit, mit Smokes das Ganze Richtung A zu starten. Die kommen rein, spellen auf B. Muss aufpassen, hinten steht noch ANJ, der hier alleine steht, währenddessen das komplett Richtung A geht. Sir, keine Chance! Connected steht NK, muss aufpassen, Rixo, Insta, beide Close Distance. Und Niki flätzt sich einmal raus in den Molotov, der ist jetzt weg. Nächste Flashbang für Jungle. Aber kann sich Insta rausnehmen. Überzahl für die Outlaws. Sie kommen zu zweit über Jungle. Über Connector, über den CT-Spawn. Und Konsoliere schaut, muss aufpassen. Sie sieht onside, sind links close von ihm. Rocking, guckt nicht rechts, holt den ersten Kill. Spoiler ist zur Stelle. Unten Rampe und Connector stehen sie. Lucky und ANJ. Molotovs Richtung Bombe. Die Zeit, die rennt hier für Team Singularity. Brennt jetzt an unten. ANJ mit der Möglichkeit. Die Bombe liegt offen gegen zwei. Gegen beide und den ersten, den zweiten. ANJ macht's möglich. Dritte Runde für Team Singularity. Wenn man jetzt anknüpfen kann. Dann wäre das wunderbar, denn auch die Outlaws sind so langsam geldtechnisch am Ende. Wir sehen zwar noch die AWP auf Cypher, der Rest hat nur eine M4, eine Farmers, eine CZ, eine MP9. Und es soll wieder mit Granaten auf die A-Side gehen. NK, Rocking, stehen close, sind bereit. Nächster Smoke kommt rein. Und jetzt die Singularities mit den Granaten. Flashbangs, Molotovs, Rocking, Close Distance, MP9 kann nur einen rausnehmen. NK, close, immer noch hinten an der Default-Box. Molotov kommt rein, ist rausgeforst. Kill den ersten, weiß hinten. Tetris steht und es ist Rix um 1 gegen 3 mit der AWP. Und instant ziehen sich die Outlaws zurück, denn sie wissen, wenn wir hier one by one reinlaufen, und dann kommt Spellen von hinten. Und so ist es wieder. Runde für die Outlaws. Singularity geht in den Force-Ball rein. Wir sind Tag 9. Deagle, Kevlar, zwei Flashes und schnell in die Mitte das Ganze. ANJ geboostet hinten in den Jungle rein. Und sagt, oh, hat hier ein bisschen Pech. Und NK muss aufpassen. Jungle könnte stehen, schaut in die falsche Richtung, ist gecallt, ist gespottet. Da fliegt der von hinten. ANJ zum ersten, bis zum zweiten Richtung CT. Nein, keine Chance. Onside, immer noch Rocking mit der M4. Und Zerg schaut nochmal nach, holt sich Konsoliere weg. Lucky, Close Distance. Oh, den Jump in den CT-Spawn ist gespottet jetzt. Sie wissen, wo er steht, holen sich aber die AWP im CT-Spawn raus und Zerg, Spellen, beide mit der Open CT. Molotov kommt rein, Unterzahl, währenddessen auf kurz. Niki mit der M4 auf die Long Distance. Spread ist erstmal nicht erfolgreich. Lucky, Rixo holen den Bombplant raus. Geldbonus für Singularity. Lucky Close, keine Chance gegen zwei AWPs. Und Rixo defensiv alleine hinten in der Box. Schaut. Ah, aimt hier auf den Kopf, aber das braucht zu lange.
Und natürlich, so langsam braucht man hier so viele Runden wie möglich. Singularity kauft immerhin Pistolen rein. Zerg diesmal offensiv in der Mitte, holt den ersten Shot raus, kann sich jetzt zurückretten in den Connector. Und unten kommen Lucky und AJ zu spät aus dem Underground raus. NK. Wir warten auf kurz. Niki hat den Boost gesehen und NK muss aufpassen. Lucky drin in der Smoke. Pre-Fight wunderbar rein. USP geswitcht und kann den Kill noch setzen. AJ 1 gegen 5 Unterzahl. Ist gespottet. Hedge gezogen. NK, Niki beide angeschossen. Auch Zerg jetzt. Und die Outlaws mit einer richtig, richtig guten CT-Seite. Wenn sie jetzt hier mit 12 zu 3 rausgehen, haben sie die besten Voraussetzungen, um hier Mirage selber zu holen und somit 1 zu 1 auszugleichen nach Maps. Natürlich um die Byron bei Singularity, Rixo mit der Glasscan AWP, NK muss aufpassen, Smokes kommen. Für Jungle, für Window und kurzen Mord auf die Box. Das heißt, wir werden weggeforst, aber können dadurch erstmal alle am Leben bleiben. Zack! Oh, er fällt hier gegen Rick zu. Der springt einfach mal in Apps rein. Niki steht da, zieht hinten ANJ. Nächster Headshot gezogen. Trotzdem die massive Unterzahl. Und Niki, er darf hier nicht fallen. Er muss am Leben bleiben. Sieht oben, aber instant kommt instant von Apps rausgesprungen. Und somit ist es Rocking. 1 gegen 4. Retake. Lucky sieht er auf kurz. Immer noch 100 HP. Switcht er auf die AWP. Rocking. Ah, er aimt hier Richtung Apps, Richtung Side. Sie wartet natürlich auf ihn. Wieder auf die M4 geswitcht. 11 Schuss an dem Magazin. Auf die AK jetzt. Sie kurz nicht. Und da macht es instant. Fertig. 11 zu 4. Geht's hier in die Halbzeit zwischen den Outlaws und Singularity auf dem Mappick von den Dänen. Natürlich jetzt bei Singularity. Sie brauchen auf jeden Fall die Pistol-Runde in der zweiten Halbzeit. Ansonsten wird das hier ohnehin schon richtig, richtig schwer für die Dänen. Währenddessen die Outlaws hier noch so ein bisschen Puffer haben. Mal schauen, was die denen jetzt auf der City-Side vorbereitet haben. Drama Kevlar, Kit, Smoke, Molotov, eine Flashbang. Die Outlaws und Thema Kevlar, Smoke und Doppelflash bauen sich erstmal auf für die A-Side. 3 CTs stehen auf A. Firebox, Sandwich und Unterholz. Erster Smoke ist raus, Flashbang ebenfalls. Insert zum ersten, Lucky, Crossfire aufgebaut. Die laufen hier in die USPs rein. Und Rocking sieht Firebox, den ersten Fall muss aufpassen, Unterholz und Sandwich. Und auch Spellen hat hier keine Chancen, NK im 1 gegen 4. Hört die Steps im Jungle, Rixo steht close, holt den ersten, den zweiten Trade, wird angeschossen auf 86 HP. Kurz steht Konsoliere, den kann er erstmal erfolgreich baiten, springt kurz nach, versucht es hier im Burst im Sprung. Er muss immer noch gegen 3 ran, er hat noch 60 Sekunden, also Zeit. Und dann zieht Konsoliere ihn zuerst. 30 HP, NK in Connector drin. Kommt raus, sieht das vom Jungle nicht. Ah, er prefired nochmal nach. 7 HP jetzt und Konsoliere. Und noch einen Hit treffen, das tut er. Die Pistolrunde geht an Team Singularity.
Die Outlaws gehen natürlich in den Forstball rein. Keine Bombe gelegt, das heißt auch kein Geldbonus. Vier Mann B-Train. Und Rocking in der Mitte. Nikki, Cirque, close. Oben steht Konsolere, hat die Infogranate, kommt raus, ein bisschen so nach oben am Molotov. Und die werden hier komplett gestört, auf B raufzugehen. Rocking kommt jetzt noch von kurz. 1 gegen 5. Den ersten muss er holen. Schafft es nicht. Gespottet worden. Und Rixo aimt mit der Scout wunderbar ab. Da hat Rocking keine Chance mehr. F zu 6. Nur noch 5 Runden Abstand. Zwischen den beiden Kontrahenten. Und die Outlaws müssen nochmal in die Pistol Acheron ran, bevor sie nächste Runde komplett reinkaufen können. Boost sich erstmal in die Mitte rein, geht nicht ganz auf, wird mal instant rausgenommen. Cirque, Rocking mit der Glock. Ah, Rix sollte nicht gesehen, kann sich hinter ihn sneaken. Den ersten rausnehmen, Scout liegt vor ihm, trotzdem Mitte oben steht. Und Cirque kommt hier einfach nicht weg. Jetzt die Scout genommen, Kitchen. Und da kommt dann die UMP von Konsolere zum Einsatz. 11-7. Und die Outlaws endlich in der ersten Byron. Mal schauen, was sie immer noch gegen zwei UMPs bei Singularity ausrichten können. Man baut sich wieder auf mit vier Mann für die A-Side. Mitte steht noch Cirque, smogt sich erst das Window ab. Aber unten Konsolere, A und J, beide Unterholz. Beide warten sie, dass die Outlaws hier rauskommen. Und die kommen jetzt mit dem Smoke in der Fläche. Es stehen immer noch beide close, müssen aufpassen. Smoke und Lee, Konsolere pusht raus den ersten raus, den zweiten. A und J in der Smoke und oben. Rocking bekommt hier instant ins Gesicht geschossen. Cirque muss nachkommen vom Connector. Er muss jetzt die Akzente setzen, währenddessen Spinner auf FAP runter ist. Cirque kriegen Jungle, Lucky steht close, Flashbang kommt gut. Sneakt sich hier an ihm vorbei, holt den Headshot raus, nur 2 gegen 3 und hat sein Set steht und dann muss Zirk aufpassen. Und dann wird er von hinten abgeschossen, Spell in 1 gegen 3, rotiert rüber Richtung B und das müsste Singularity mitbekommen. Rixo hört die Steps, kann ansagen und wieder wunderbar mit AWP hinten Richtung Apps schauen. Steppt jetzt onside, Spell hat das gehört, immer noch 1 gegen 3. Und dann fliegt der AWP-Headshot. Der Headshot of Doom! Vierte Runde am Stück für Team Singularity. Die Pause geht jetzt durch. Und ja, die Outlaws. Stark angefangen auf Mirage. Jetzt auf der T-Side. Auf der City-Side hat man so ein paar Probleme gegen Singularity. Auch die scheinen eine recht passable City-Side zu haben. Ja, aktuell haben wir noch 3 Runden Abstand zwischen den Outlaws und zwischen Singularity. Und natürlich erstmal die taktische Pause ist gekommen. Man merkt jetzt auch, okay, so langsam scheint Singularity einfach richtig, richtig stark zu werden. Sie haben aktuell ein richtig gutes Momentum. Wir müssen irgendwie versuchen, das vielleicht eben durch diese Pause so ein bisschen zu brechen, so ein bisschen Ruhe reinkommen zu lassen und selbst wieder zu fokussieren, um eben jetzt diese Pistol Acre mit 3000 Dollar auf der Bank, das muss eine Pistol Acre sein, vielleicht schnell runterzuspielen oder aber auch eben vielleicht mit, naja, minimalem Einsatz, P250, Flash und Smoke vielleicht, was Schnelles zu zaubern, Richtung A, Richtung B, um dann mit der nächsten Byron-Round wieder voll reinzugehen, dann wieder voll taktisch aufzubauen. Die Ghost auf A bislang nicht gefruchtet. Muss wirklich schauen, wie das Ganze jetzt bei den Outlaws weiterläuft und ob sie jetzt hier aus dieser Pause einen Vorteil ziehen können oder aber eben, ob Singularity sich ebenfalls anpasst. Erstmal schaut, okay, die Outlaws werden jetzt vielleicht eine Acheron haben.
geben das Ganze langsam an. Also wirklich sehr, 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 sehr ultra passiv. Lassen sie vielleicht auf die, auf die Bombseite raufkommen. Decken vielleicht. Das ist jetzt die Frage, was jetzt beide Teams machen. Ob sie es aufeinander einstellen oder ob sie sagen, okay, wir spielen genauso weiter. Wollten wirklich nur, dass sie Pause haben, dass der Spiel unterbrochen ist. Dann wieder mit neuem Mut, mit neuem Elan das Ganze zu starten. Werden es sehen. Und Singularity. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, die Jungs werden jetzt nochmal ordentlich Gas geben. Ob das hier 1-1 aussieht oder 2-0, das ist echt die Frage, denn es ist wirklich beides möglich. Also nach aktuellem Spielstand ist beides drin. Wir schauen mal. Denn das kann weitergehen mit der 20. Runde. Outlaws gegen Singularity. Aktueller Spielstand 11-8. So, wir sehen minimaler Einsatz bei den Outlaws. Dreimal Kevlar, Peter 50, 4 Smogs und 3 Flashes. Und wir, der Aufbau, wieder viermal hinten an der Rampe. Bereit, um hier mit Smokes das Ganze zu starten. Auf A, unten Unterholz steht Lucky bereit. Mit der M4, schaut Richtung Palace. Rocking kommt raus, aber Ins wieder rausgefischt. Keine Chance für die Outlaws. One by one sind sie hier weg. Nikki unten, wenn das ist, wenn noch immer am Underground ist und versucht langsam über Connector hochzugehen. Bombe ist raus. 1 gegen 5 Unterzahl. Ah, und da sieht ihn Insta an der Smoke-Kante. 2 Runden Abstand noch. Diesmal geht es hier Mitte offensiv vor bei Singularity mit 3-4 Mann. Die Outlaws nehmen ab. AMJ zum ersten und nicht zum zweiten. Und Rixo kann hier nicht traden. Und das ist die Unterzahl für Singularity. Insta auf A im 1 gegen 3 ist gesehen worden. Und diesmal geht es auch vor den Outlaws. Die Byron, die schnelle Byron, nachdem Singularity in der Mitte den Stack. Komplett falsch einschätzt, heißt es wieder 3 Runden Führung für die Outlaws. Natürlich die Dänen weiterhin in der Byron drin, die haben noch Geld auf der Bank für die nächste Full Byron. Währenddessen die Outlaws dringendst hier diese zweite Runde ebenfalls am Stück gewinnen müssen. Ja, Consolera smogt sich erstmal Apps ab. Man geht diesmal alles wieder sehr, sehr defensiv an. Ja, Nikki bekommt hier Tech hin durch die Smoke. Consolera auf 70 HP runter. Also ein minimaler HP-Vorteil. Währenddessen man jetzt mit 3 Mann über T-Spawn rotiert. Bombe gedroppt auf Nikki. Und somit soll es bei den Outlaws wieder Richtung A gehen. Spellen immer noch auf B. Frage, ob er hier Mitte über Underground kommt. Es geht wieder über Underground. Und oben stehen Insta und Lucky. Beiden mit den M4s in der Hand. Die Outlaws sind im in der Überzahl auf der A-Side. Hier gegen 2. Mortosh nimmt noch ein bisschen mehr Zeit raus für Singularity und die Outlaws müssen langsam losmachen, denn hat noch 35 Sekunden, jetzt fliegen die Smogs rein, währenddessen in der Mitte Spellen erfolgreich, muss aufpassen, kurz steht noch, Consolera im Leather Room, währenddessen ist auf die Eiser drauf geht, Zerg schaut in jede Ecke, aber unten, Lucky haben sich gesehen, es kommt da rund die Ecke und den ersten raus, Instant Trick, Insta muss aufpassen, und da stehen sie unter Zahl für Singularity und die Bombe gelegt, hinten defensiv, Insta mit dem Kill. Währenddessen er dann gedoppelt wird. NK und Zerg 2 gegen 2 und Consolera auf 13 HP angeschossen. Und die beiden kommen nur ganz langsam hinten nach. Smoke im CT faded. Consolera Greifeit hinten Richtung Zeit. Er muss Greif von dem Ecke kommen, währenddessen CT Rixo fällt. Und das sollte die Runde sein. 1 HP und dann drückt NK den jetzt schon hinterher.
Und wir haben wieder 4 Runden Führung bei den Outlaws. Man scheint sich jetzt hier nach der kleinen taktischen Pause ein wenig gefangen zu haben. Und die vielleicht vorerst letzte Fullball-Round bei Singularity. Lucky erfolgreich mit dem Peak. Währenddessen das wieder schneller auf A geht. Unten unter Holzfeld. Insta noch im Jungle. Fällt ebenfalls Rixo. Und SDS. Und da fliegen die Headshots. Und da haben die Jungs von Singularity keine Chance. Konsuliere ANJ 2 gegen 4 Unterzahl. Und wenn sie Glück haben, bekommen jetzt noch schnell 2-3 Entries. Er schießt hier gegen Rocking, der sieht ihn, Molotov kommt raus. Und ANJ im Jungle muss aufpassen, denn Spellen oben, Lennon muss drin, sie ist unten rauslaufen. Und Konsoliere schaut nochmal nach, aber bekommt nicht mal die Infos, wo die Gegner stehen. Hört die Steps links und rechts von ihm. Rocking, aber da sitzt der Spiller einfach nicht gut genug. 14-9, die Outlaws fast dran an der magischen 15, an der sicheren Overtime, währenddessen Singularity nicht mal $3000 auf der Bank hat. Geht das hier in die Pistol Eco Round? Währenddessen die Outlaws diesmal das Ganze sehr, sehr langsam angehen. Aim erstmal ab, Upper mit, Rocken den T-Spawn. Und Singularity stackt mit 3 Mann auf A, Konsoliere auf B, in der Mitte 1-1 Rixo. Weiß jetzt, Upper mit, stehen 2-3 Mann. Underground ebenfalls Bellen bereit. Granate kommt rein, macht wenig Schaden. Man kommt jetzt hier Richtung A-Side, Füße in der Smoke jetzt gesehen, aber ANJ mit dem ersten Kill. Rixo versucht die AKN zu sammeln, schafft er nicht, es geht der weiter auf die B-Side. Denn da ist der Entry gemacht worden, 3 gegen 4 Retake. Natürlich können sie die AKs auf die Long Distance wunderbar ausnutzen. NK schaut kurz nach Richtung Connector. Hinten Apps steht Niki, aber Insta, macht Schaden. 28 HP, für mehr reicht es nicht. ANJ hat die AK. Und Lucky haut hier schon hinten in den Kitchen rein. Und jetzt können sie immerhin 2 AKs mitnehmen, Team Singularity. Bombe geht hoch. Niki, Cirque. Beide gehen sie lieber kurz zurück. Und Lucky wartet drauf, die AK hier mitzunehmen. Und die sollte er noch bekommen. Jawohl. Singularity sichert sich 2 AKs. Und somit heißt es 6-mal Map Point für die Bulgaren, für die Outlaws. Und Singularity darf jetzt keinen einzigen Fehler mehr machen. Insta, wunderbar. Der Granate oben, Upper mit, direkt mal spellen auf minus 60, minus 40 gecheckt. Der Outlaws wieder auf der Acer. Diesmal Lucky mit einer guten Position setzen. Zum ersten, zum zweiten, fast noch zum dritten. Und der Schaden, der ist immens, aber Sir kann hier ebenfalls triple traden. Und somit heißt es, Konsoliere ANJ 2 gegen 3 Unterzahl, währenddessen Sir hier auf 1 HP angeschossen ist. Und Konsoliere schaut Richtung Rampe, sieht ihn im Unterholz stehen, kann sich hier fokussieren, bekommt den Anschluss auf 90. Schaut nochmal nach von der Firebox nach, er muss am Leben bleiben, die dürfen ja einfach nicht fallen. Jetzt kommt der Molotov und Zirk ist raus, den zweiten ebenfalls, Bellen im 1 gegen 2. Und die Bombe liegt down auf A und er muss einmal komplett über Kitchen, über B-Side laufen. Und aimt erstmal CDS von ab. ANJ läuft ihm hier ins Fadenkreuz rein. Spellen holt den ersten Kill. Und so haben wir ein 1 gegen 1. Konsoliere auf 4 HP.
Das heißt, er ist One-Shot. Und er sneakt sich hier an der Smoke vorbei in den Jungle. Und Spellen, wenn er damit nicht rechnet, könnte Consulate Vorteil haben. Aimt erstmal nur hart ab. Bombe liegt hinten offen an der Rampe. Und Spellen läuft vorbei. Konsoliere, sieht ihr nicht? Spellen, die Zeit läuft ihn davon. 20 Sekunden. Und er schaut im Richtung, wenn sie sich runterdroppen. Konsoliere die Möglichkeit, läuft onside. Er kommt nicht rein und das ist es. Der erste von 6 Map Points die Night. 15-10. Und das hat er richtig, richtig stark ausgespielt. Der liebe Konsoliere. Wunderbar die Position ausgenutzt und somit die erste von 6 Map Rounds. Erfolgreich verwehrt. Natürlich bin ich outlaws. Da ist noch Geld vorhanden. Wir sehen nochmal die Flipper Round mit AKs, AWP, Niki vor der B-Side, Granate. Ah, macht hier ein bisschen Schaden bei Konsoliere. Allerdings nicht wirklich viel. Man aimt erstmal ab, Mitte oben, Rixo steht hier wie angewurzelt an der Kante, er wartet drauf, dass hier NK nach vorne kommt, aber Zerg schaut mit der AWP rein und somit wird hier NK nicht nach vorne gehen. Nate kommt, macht auch in der Mitte keinen Schaden. Die Outlaws schieben wieder rüber, hinten Richtung der A-Side spellen. Soll vor B faken. Smoke in der Hand. Ist bereit. Dass hier zwei Spieler gehalten werden. Smoke kommt raus. Schaut jetzt hinten Richtung Apps. Geht jetzt langsam nach vorne. Konsoliere. Pre-Flashout sitzt nicht. Währenddessen aktuell nur Lucky auf A steht. Flashbang kommt rein. Ersten nicht gesehen. Jetzt aber hinten Tetris. Molotov kommt raus. Sie schieben jetzt von B. Und Team Celerity geht hier komplett defensiv. Überzahl für die Dänen. Währenddessen die Outlaws den Smoke unter die Bombe legen kann. Insta hat hier ein bisschen Pech. Die Bombe hätte rausnehmen können, währenddessen Zerg hinten Rixo vom T-Spawn abholt. Und der 4 gegen 4 Retake. Die Outlaws stehen gut. Hinten Palace drin. Rampe onside noch. Flashbang kommt hoch. NK peakt rum Richtung Ziel zum ersten, Richtung Stairs. Muss aufpassen, zuerst wieder gesehen. NK zum zweiten, brennt jetzt an, aber ANJ und Insta müssen das Ganze irgendwie holen. Palace sehen sie, Rampe sehen sie, Flashbang, flächen sich selber, Diffuse die in der Smoke an, 2 Sekunden, eine und das reicht nicht. Und somit verlängern die Outlaws auf Map Nummer 3, 16-10 auf Mirage heißt es.